gut, deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut, du lässt mich nie allein, du lässt mich nie allein. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, erlös uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ah, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ah, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oh, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Kennt ihr das? Ihr habt etwas verloren und dann sucht ihr in allen möglichen Plätzen danach, nur um es wiederzufinden. In der Bibel gibt es eine ganz ähnliche Geschichte. Dort erzählt Jesus den Pharisäern ein Gleichnis. Und zwar war das so, weil die Pharisäer nicht mit dem zufrieden waren und es nicht für richtig erachtet haben, wie Jesus sich verhalten hat, da Jesus mit Sündern und mit Zöllnern zusammen gefeiert hat, mit ihnen Kontakt hatte und sie sogar als Freunde bezeichnet hat. Für die Pharisäer war das unverständlich, denn in ihrer Auge waren die Sünder und die Zöllner nicht rein. Und die Pharisäer, die haben diese Zöllner und die Sünder gemieden und wollte keinen Kontakt mit ihnen. Und Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Und sie haben das einfach nicht verstanden, warum Jesus sich so verhält. Und Jesus hat ihnen dann folgendes Gleichnis erzählt, um ihnen zu erklären, warum er genau mit diesen Menschen so gerne zusammen ist. Es gab einmal einen Hirten. Der hatte viele, viele Schafe und er kannte den Namen von jedem Einzelnen. Die Schafe kannten seine Stimme
und er konnte sie voneinander unterscheiden. Eines Tages zählte er die Schafe. Und er bemerkte, dass eines fehlte. Er ging sofort los und suchte es überall. Der Hirte lauschte, ob er es blöken hörte. Er suchte alle Plätze ab, auf denen das Schaf herumirren oder sich gar verletzt haben könnte. Er gab nicht auf, bis er es schließlich gefunden hatte. Der Hirte freute sich riesig und war glücklich. Er nahm das Schaf auf seine Arme, drückte es liebevoll an sich und trug es nach Hause. Dort rief er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte: "Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden." Und habt ihr die Geschichte erkannt? Genau, es war das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der Hirte lässt seine 99 andere Schafe zurück, nur um dieses eine einzige Schaf zu suchen. Und er legt den weiten Weg zurück, um es wiederzufinden. Und vielleicht überlegt ihr mal und euch fällt eine ähnliche Geschichte ein, wo ihr auch etwas verloren habt, was euch ganz arg wichtig ist. Ich kann mich sehr gut in den Hirte reinversetzen, da bei mir mal meine kleine Schwester verloren ging. Die war circa in dem Kindergartenalter, ich war so alt wie ihr, circa in der Grundschule, und meine kleine Schwester war eigentlich bei meiner Oma zu Hause. Meine Oma hat uns dann angerufen und hat gesagt, dass meine kleine Schwester verschwunden sei. Wir sind dann natürlich sofort zu ihr hingefahren und haben ihr Haus abgesucht und die ganze Umgebung, dort die Nachbarschaft, und wir haben meine kleine Schwester nicht gefunden. Es wurde dann Nachbarn dazu gerufen und Freunde kamen um Hilfe, Bekannte. Es wurde die Hundestaffel angefordert von der Polizei, die Feuerwehr kam, der Hubschrauber. Alle haben wirklich geholfen, meine kleine Schwester mitzusuchen, und wir sind alle Plätze abgegangen in der Umgebung, die Felder, haben das ganze Dorf abgesucht nach meiner kleinen Schwester. Und so ähnlich muss es auch dem Hirte gegangen sein, der sein Schaf verzweifelt sucht und nicht aufgibt, bis er es wieder gefunden hat. Der muss sich auch große Sorgen gemacht haben darum, wie es dem Schaf geht, ob es verletzt ist, ob es alleine ist. Und genau so ging es mir. Ich habe mir große, große Sorgen um meine Schwester gemacht, weil ich nicht wusste, wie es ihr geht. Ich wusste nicht, ob sie allein war. Ich wusste nicht, ob sie verletzt war, ob sie wiederkommt. Ich hatte wirklich Angst und war verzweifelt. Und der Hirte hat sich ja dann so gefreut, als er das Schaf wiedergefunden hat. Der war so glücklich, und so ging es auch mir, als wir meine kleine Schwester wiedergefunden haben. Die war oben auf dem Dachboden von dem Haus von meiner Oma und hat sich dort eigentlich nur verstecken wollen und ist dabei dann eingeschlafen. Und deswegen hat sie das auch gar nicht mitbekommen, dass wir sie gesucht haben. Und wir waren natürlich überglücklich, als wir sie wiedergefunden haben und als sie dann endlich wieder bei uns war. Genau, und uns ging es da ganz ähnlich wie dem Hirte. Wir waren einfach nur richtig, richtig glücklich, dass sie wieder da war. Jesus hat die Geschichte den Pharisäern erzählt, um ihnen zu erklären, wie sehr Gott die Menschen liebt. In der Geschichte stellt der Hirte Gott dar, und die Schafe, das sind wir Menschen. Und Gott möchte mit jedem von diesen einzelnen Schafe bzw. Menschen Gemeinschaft haben. Es ist ihm so sehr wichtig, dass er keine Mühe scheut, um dieses Schaf zu suchen, um jeden einzelnen Mensch zu suchen.
Gott ist der gute Hirte, der sich um jedes einzelne Schaf kümmert. Und es gibt Millionen von Schafe hier auf dieser Erde, beziehungsweise Millionen von Menschen. Und Gott ist dieser Hirte, der sich um jedes einzelne kümmert, der jedes einzelne Schaf wichtig ist und der einfach jedes einzelne Schaf liebt.